Das ist ein cooles Geräusch für ein Tor. Richtig episch. Du lebst. Nee, du lebst nicht mehr. Okay. Ja, taka, 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 ist okay. Du triffst mich nicht. Ihr trefft mich nicht. Da hab ich doch getroffen. nicht. Und genau deswegen möchte ich eine Magierin spielen. Ich hätte mich einfach hinten hingestellt. Also ja, ich bin jetzt gestorben, weil ich ungeduldig bin. Da müsst ihr nicht drauf einhacken. Das ist völlig normal. Aber wenn ich eine Magierin gespielt hätte oder allgemein eine Fernkampfklasse, dann hätte ich einfach hinten stehen können. Hätte die zwei doofen Bogenschützen da oben wegschießen können mit irgendwelchen tollen Zaubersprüchen und wäre dann weitergegangen. Und sobald irgendein Gegner vor mir auftaucht, hätte ich ihn weggeschossen. Da kommt niemand hinter mich. Die fallen einfach alle vor mir um. Dann ist das Ganze gleich wesentlich entspannter. So. Weg. Weg. So. Aber ich muss wirklich mein Denken umstellen. Wir sind jetzt nicht mehr sehr stark und sind im Anfängergebiet. Wir sind jetzt quasi wie beim ersten Mal in diesem Gebiet. Nein, nicht ganz, aber ähnlich. Die Dinger können uns richtig gut wehtun. Und das tun sie auch. Sie haben uns jetzt schon zweimal umgebracht. Einfach so Trash-Mobs. Hm? Also, aufpassen. Okay. Kommen wir von hier aus zu den Bogenschützen. Ich glaube ja. Dann gehe ich lieber da lang. Denn da schlage ich erst die Bogenschützen und gehe dann in der Richtung weiter. Also du, komm her. Kick. Das ist kein Kick, verdammt. Das ist ein Kick. Sehr gut. So, jetzt hier hoch. Hast dich toll gerollt, auch wenn du es nicht solltest. Da ist ein Typ, den wir gar nicht töten wollen, der auch nicht geaggrot wurde. So, hier kann ich jetzt runterspringen zu den Jungs. Okay, du, komm her. Kapusch. Nein, ja. Okay, wir haben schon mal nur noch einen doofen Bogenschützen. Nein, ich will nicht den targeten. Ich kann ihn nicht treffen, weil ich kein Magier bin. Und du wirst keinen Trank trinken, du. Oh, sehr schön, ist runtergefallen. Oder sein Kumpel zumindest. So, zickzack laufen, damit uns in den Rücken schießt. Den töten. Nicht den hinter uns kommen lassen. So, zickzack laufen. Zickzack laufen. Oh Gott. Au. Ich hätte mir eigentlich so ein ganz kleines bisschen erhofft, dass New Game Plus bedeutet, dass man super stark ist, das Spiel ist, die Gegner einen Ticken stärker werden, aber man viel mehr durchrushen kann. Aber wenn ich ein Spiel nochmal durchspiele, ich habe es ja schon einmal durchgespielt, dann will ich beim zweiten Mal verdammt nochmal wesentlich leichter durchkommen. Und die ganzen restlichen Story-Sachen erkunden und so. Okay, hier rutsch mal runter. Ich glaube, hier könnte das gemeint sein mit unter der Brücke. Oh, hier sind die Toxikratten. Okay. Genau, torkel mal hierher. Und währenddessen überlege ich mir, ob ich jetzt in die richtige Richtung gehe. Ich glaube... Hey, warum... So war das nicht geplant. Der Plan war, du torkelst hierher. Komm her, du verdammtes Vieh. Du torkelst hierher, gehst um die Ecke, ich sehe dich, ich trete dich runter. Der Plan war nicht, dass du durch die Wand hindurch... So, genau das war der Plan. Der Plan war nicht, dass du durch die Wand hindurch piekst. Und dermaßen viel Schaden machst. Das ist nicht nett. Das darf ich nämlich nicht. Ah. Okay, kaputt, kaputt, kaputt. Jetzt geht es hier wieder nach oben.
Ja. Au, Zerstörung, Blut, Tod, Gedärme. Und hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich da hinten hin, weil ich glaube, da hinten ist die Tür, also Richtung Solea. Da kamen wir aus einer Tür raus, die andere Tür könnten wir nicht öffnen. Ich glaube, da müssen wir hin. Also, Trinkenschluck. Litschweiß. So, jetzt läufst du weg mit Schild erhoben. Dann wirst du in den Arsch getackert, okay. Lauf. So, Stadt der Untoten. Hier ist eine Tür. Hallo? Ah, Kellerschlüssel benutzt. Okay. Runter. So, jetzt kommen die Diebe. Die Diebe, die countern konnten. Achso, und hier oben war die Abkürzung zu dem Raum mit den drei Stooges, die uns vorhin umgebracht haben. Genau, hier ist die Tür des Todes und da sind die drei Clowns. So. Einfach mal prophylaktisch umbringen. Nicht runterfallen. Das ist auch nochmal 80, 90 Folgen her. Nee, sogar noch mehr. Dass ich da runtergefallen bin. 170 Folgen her. Wir haben ja doch schon ein paar Folgen inzwischen zusammen. Von Dark Souls. So. Also vorsichtig. Ja, hier verursacht Blutung. Die haltet zwei Schläge aus. Ich glaube, das müsste... Au. Ja. Okay, mach irgendwas, damit ich dich hauen kann. So, Heilung. Übel. Vor allem, als Nicht-Magier habe ich ja anscheinend auch ein bisschen was vom Spiel verpasst, ne? Also zum Beispiel er hier. Ne, wo ist er? Somebody. Er hier. Somebody help. Ja. Der hier hätte uns bestimmt irgendwas beigebracht als Magier. Wenn nicht eher sein Lehrer. Und sein Lehrer haben wir ja auch zweimal gerettet. Also, Brilliant. Thank you. I am Griggs of Vinheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Ja, und er hat nichts gesagt. Er hat wirklich 100 Folgen oder so nichts gesagt, bis sein Meister irgendwann kam. Dann hat er gesagt, whoops, mein Meister ist wieder weggelaufen. Ich laufe immer hinterher. Dann haben wir seinen Meister wieder gerettet und er war immer noch weg. Okay. Da hinten war nichts, da waren nur Typen mit Fackeln und ich will nicht zu Typen mit Fackeln. Was ich euch jetzt zeigen wollte, war das hier. Das war die verdächtige Stelle, die ich meinte. Und da sollten wir die Spitzhacke mal rausholen für. Aber jetzt erstmal die Diebe töten. Hier ging es nirgendwo rein. Nee. Diebe töten, weil ich will... Ach du Böcke. Sind die vorher auch so aufgesprungen, das erste Mal? Komm her, ich nehme mal zwei Hände. Dann versuche ich die zu one-hitten. Geht nicht, okay. Aber two-hitten reicht mir auch. Solange ihr nicht diesen komischen Springen über mich rüber schlitzt, mir die Kehle auftrick machen, ist alles gut. So, in einem der Häuser war was. Hier. Kettenbrecher. Brauchen wir nicht. Glaube ich. Denke ich. Als Stärketyp. Ja. War der Ziegendämon überhaupt hier in die Richtung? Hier kamen erstmal gleich noch drei Assassine. Genau. Kommt raus. Ja, gib ihm. Oh, oh. Trink. Was zur Hölle? Ja, du bist toll. Trink. Der Hund hat mich einfach beim Trinken unterbrochen. So, du bist kaputt. Du
ist auch verdammt nochmal kaputt. Ich werde doch nur zum Boss kommen mit noch ein paar Trinkflaschen. Ich hätte Blitzschweiß wieder auf Heilung umstellen sollen. Ich gehe allgemein ein wenig zu lapidar mit der ganzen Sache um. Ich sollte regelmäßig auch zurückgehen und Ausrüstung anpassen. Ich habe es halt immer noch einen Flammenschutzring an. Also Ausrüstung anpassen, Zauber anpassen, all sowas. Aber es ist irgendwie noch nicht ganz eingedrungen, dass ich hier wirklich in einem schweren New Game Plus bin. Ich weiß auch nicht. Na gut, ich lerne einfach aus Schmerzen. Wenn ich zigtausendmal hinlaufen muss, dann merke ich mir das vielleicht irgendwann. Was richtig... Was, ein Hund? Nee. Was richtig cool wäre, wenn ich es jetzt auf Anhieb schaffen würde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht schafft, weil er war einfach doof. Also im Normalmodus schon war der richtig, richtig doof, wegen seinen zwei Hunden. Und die werden jetzt immer noch richtig, richtig doof sein. Ich benutze mal Goldharz und hoffe, dass ich die Hunde damit schneller kaputt kriege. Und ich werde es wieder so machen wie vorher auch. Ich werde zuerst die Hunde töten und dann ihn. Eigentlich sollte ich das Ganze sogar im Zweihandmodus machen, um damit die Hunde schneller kaputt zu kriegen. Aber mache ich nicht, weil ich überleben will. Weil er mich, glaube ich, sonst one-hitten kann. Also, Hund, komm her. So. Jetzt muss ich mich irgendwie heilen. Wo ist der zweite Hund? Trink, genau. Oh. Okay, es geht. Wow. Was zur Hölle? Ja, richtig Schaden bei dem. Ist der gerade gestrauchelt? Wie geil. Komm, strauchel nochmal. Oh oh. Nicht. Nicht. Trink. Jetzt mache ich nicht mehr so viel Schaden. Ach du Kacke. Und da ist der zweite Hund. Natürlich dann, wenn ich ihn absolut nicht gebrauchen kann. Hat er gerade seinen Hund weggehauen? Oh, 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 oh. Trink. Komm her, Hund. Komm her, Hund. Ich muss dich töten. Okay. So, zwei Treffer noch. Dann haben wir es. Ah! Kacke. Trink. Das denkt er sich auch gerade noch. Zwei Treffer noch, aber der doofe Sack heilt sich immer. Ja, ich... Und der hat auch einen Schwanz, den er wahrscheinlich abschlagen könnte. Aber ich weiß ja nicht. Komme ich nicht so wirklich gut ran. Vor allem jetzt nicht. Oh doch, warte mal. Naja, dreht sich zu schnell um. Huh. Das war unerwartet. Also vor allem am Anfang, als diese Blitzverzauberung drauf war, die hat hier richtig viel mehr Schaden bei dem gemacht. Also vielleicht, weil Blitz göttlich ist und eher ein Dämon? Könnte ich daran liegen, oder? Ja. Aber er konnte auch mächtig austeilen. Also die eine Attacke komplett durch volle Stamina mit Schild hoch durch und uns um 50-60% runter. Garstig ist das. Ja. Wir haben 76.000 Seelen. Aber hier vorne müsste eigentlich... Also erstmal hat er hier noch einen Kumpel um die Ecke stehen, das weiß ich noch. Du. Warum nein? Ich wollte eigentlich den da targeten. So, kommt her, Jungs. Ich will nicht die Wand hauen, ich will den Typen hauen. So. Heilung. Heilung. Einhandmodus. Also Plan ist jetzt, zum nächsten Leuchtfeuer sich durchzukämpfen. Das zu aktivieren und da dann die Seelenpunkte auszugeben für... Gute Frage. Oh, aber hier war noch eine Abkürzung, glaube ich. Also Seelenpunkte dann ausgeben für wahrscheinlich Lebenspunkte. Ja. Oder noch mehr Stärke, damit wir irgendwann die Überwaffen benutzen können. Oh, warte mal, hier kam die Moosabkürzung. Ja? Hallo? Gegenstand kaufen.
Ja, wir haben genug Moos. Wir haben genug Wanderfluch. Wir haben kein kohleartiges Harz. Kaufen wir mal 10 Stück von. So. Heimkehrknochen haben wir genug. Prismasteine haben wir genug. Brauchen wir nicht. Läuterungssteine haben wir auch 5 Stück. Nö. Verlassen. So, jetzt schalten wir von hier aus das Tor da frei. Und den kann ich mir merken für die nächsten Folgen, wenn wir zu den Untiefen wollen. Und damit auch zum Kluftdrachen, um damit die Hauptstory weiterzubringen. Durch das Rohr durch. Bei der Moosfrau vorbei und dann weiter. Und jetzt will ich einfach nur, da wir schon mal hier in der Ecke sind, zurück zum Feuerbandschrein. Schrein. Also Leuchtfeuer. Und da aufstufen. Guck. Naja. Keine Lust, dass du unten irgendwelchen Scheiß baust. So. Oh. Oder mir so im Weg stehst, genau. Kick. Weg. Und weg. Du kannst ruhig da bleiben. Ich bin schneller beim Leuchtfeuer, als du bei mir bist. Ah, und hier ist der Lehrling. Oh, hallo. Ich regret at least. Ja, und genau den Spruch hat er 10.000 Mal von sich gegeben und jedes Mal dachte ich, jetzt kommt irgendwann was Neues von ihm. Aber, ah. So. Können wir dich noch einmal entfachen? Nee, weil wir Hülle sind, okay. Aber ich glaube, das konnte man auch nicht entfachen ohne das Ritual. 10 war wirklich das Cap. Bis wir dieses Feuerrad töten. Ja, geht nicht. Okay, aber... Wir haben den Ziegendämon geschafft, wir haben mit dem Drachen rumprobiert, wir haben recht viel Territorium freigeschaltet, würde ich mal sagen. Und in der nächsten Folge können wir uns dann um den Schlund, Schluft, Kluft, um den Drachen kümmern. Um den unten Drachen. Also bis gleich.